Das ist weiblich. Ich konnte leider an euch vorbeigehen, ohne Hallo zu sagen. Keine Chance, das würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Und ich würde nie nach Hause gehen, ohne mich zu verabschieden. Du bist so nett, ihr beide. Wie lange stehst du schon hier? Nicht lange, aber lange genug, um zu sehen, dass ihr mit Streiten beschäftigt wart. Der Such hat angefangen. Er benimmt sich kindisch. Hör nicht auf ihn. Ich dachte, ihr würdet euch auf mich für mich freuen. Aber Jungs, schaut euch an. Dieser Blick fällt ich auch vor, den feiere ich total. Der Suche ist nur einversichtig, weil seine Mutter mich fragt, Guck, die Tatsache, dass sie meine Ausrüstung wiedergegeben hat, bedeutet, dass sie uns alle vertraut. Und dass sie meiner Meinung nach eine Grundung feiern. Ich stimme zu. Es sieht so aus, als ob endlich alles nach deinem Plan läuft. Ich freue mich für dich, Jimmy, und stimme zu, dass wir feiern sollten. Ich würde es gerne zum Abendessen einladen, aber unter einer Bedingung. Ihr müsst euch benehmen. Der Super, was hältst du davon, wenn wir das Kriegsball begraben und den Erfolg von Hitomi feiern? Na gut, na gut. Großartig, dann haben wir einen Deal. Treffen wir uns im Restaurant um 6 Uhr, okay? Ich würde es für nichts auf der Welt verpassen, aber was ist mit der Suche? Kann er es in seinen tollen Terminkalender packen? Ich fand das lustig, weil der Suche schon seinen Terminkalender auf sein Handy überprüfte. Bitteschön, Erinnerung gestellt. Heute um 6 Zeit für uns Feierlichkeiten. Ich kann es kaum erwarten, unseren ersten Erfolg im Spiel zu feiern. Ja, ich auch. Du hast geschafft, du verdienst Anerkennung. Danke, Daisuke, aber die Anerkennung gehört nicht nur mir. Du und Hiroki haben mir so sehr geholfen, dass ich nicht weiß, wie ich es wieder gut machen kann. Wir unterhielten uns und lachten den ganzen Weg bis zu Hause. Häusern so, dass wir nicht einmal bemerkten, als wir den Block von Daisuke und ihr erreichten. Wir hielten alle an und waren eine Minute lang still, bis ich mich von beiden verabschiedete und zur Eingangstür rannte. Ich wollte die Situation nicht noch unangenehmer machen, als es schon war. Schließlich sollten wir uns in ein paar Stunden wieder treffen. Spät am Abend, am Tag, 6 Uhr. Hiroki und Daisuke hielten ihre Versprechung und kamen pünktlich. In dem Moment, als ich an der Tür auftauchte, standen beide auf und eilten mir zu begrüßen. Hallo Hitomi, du siehst wunderschön aus. Dann überreichte er mir einen Blumenstrauß vom Tisch. Niemand hat mir je zuvor Geschenke geschenkt. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, außer Danke. Aber niemand wusste, wie aufgeregt und berührt ich von dieser Geste war. Hallo Hitomi. Hiroki näherte sich mir und bot mir seine Hand an. Er brachte mich an den Tisch und zog einen Stuhl für mich heraus. Und erst als ich mich bequem setzte, setzten sich beide hin. Ich muss sagen, der Suche kam 20 Minuten früher. Ich hatte Angst, die Blumen würden verwelken, bis du kommst. Du bist nur eifersüchtig, weil du nicht als Erster an die Blumen gedacht hast. Danke für die wunderschönen Blumen, Daisuke. Ich hoffe, sie gefallen dir. Ich habe mir die Sorte ausgesucht, die du mochtest, als du klein warst. Unfassbar, du erinnerst dich. Wir haben die Formalitäten übersprungen und das Abendessen bestellt. Natürlich haben wir uns wieder über Schattenzeit unterhalten. Während des Gesprächs fühlte ich mich weniger angespannt. Wir schienen wieder ein tolles Team zu sein. Und es gab keinen Unterschied zwischen Hiroki und Daisuke, weil sie Hiro und Daishi waren Helden, die für das gleiche Ziel kämpften, die Banditen töten und das gestohlene Gold bergen. Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Spiel zu gehen und diese verdammten Banditen